scene. You read it so obsessively, you can't see clear anymore. Nicht nur ich bin ein Überzeugungstäter, sondern wir haben ja sogar eine Überzeugungstäterin dabei heute. Und sie ist gleichzeitig auch ein Herzensmensch, sie ist Führungskräfte-Coach, sie ist Trainerin. Und das Schöne ist, sie begleitet Menschen. Sie begleitet Menschen in Behörden, in Firmen, in Veränderungsprozessen mit der Idee, dass die Vision in diesen Unternehmen und bei den Menschen auch klarer wird und realisierbar ist. Und das Schritt für Schritt. Und das macht sie auch mit viel Spaß und Freude. Sie hat auch eine ganz tolle Stimme. Das fand ich von Anfang an ganz toll. Und ich freue mich, dass die Katja heute nochmal dabei ist. Und ja, ich glaube auch, wenn sie sagt, dass ja so Besonderes am Herz liegen mir Frauen, freue ich mich, dass du auch heute in einer Gruppe, wo auch Männer dabei sind, trotzdem ein paar Impulse von uns für uns hast. Weil sie hat ein bisschen einen Punkt angepackt, den ich stark finde. Vorurteile geben Sicherheit. Naja, mal sehen. Katja, die Bühne ist deine. Ja, vielen Dank dir. Und natürlich, ja, ich bin auch für die Männer da. Ich war letztens zum Beispiel bei Feuerwehrmännern tatsächlich, da war keine einzige Frau oben, was ich auch wieder schade finde. Und sie haben sich dafür entschuldigt, dass keine Frau im Vorstand ist. Naja, gut. Genau, Katja Schäfer, ich freue mich, dass ich da bin und ich möchte über Vorurteile und Sicherheit sprechen. Und dazu habe ich einen Impuls. Ich weiß nicht, ob ihr auch dieses Vorurteil kennt, in Südamerika sind sie alle korrupt. Ja, sollte man vielleicht irgendwann mal gehört haben, besonders die Politik in Südamerika ist korrupt. Jetzt ist es so, dass das natürlich erstmal ein Vorurteil ist. Und wenn man jetzt aber von der Idee ausgeht, die der Viktor auch angesprochen hat, dass eben Vorurteile auch ein Schutz sein können. Das heißt, ich war in einem Straßenfußballclub, hab da gearbeitet, das war im Slum und da gab es extra einen, der Wari hieß er, und der war dafür da, die korrupte Politik aus diesem Slum rauszuhalten, ja? Damit eben die Vision tatsächlich von diesem Straßenfußballclub nicht gestört wird, weil die gesagt haben, wenn die uns cashen, dann haben wir ein Problem. Ja? Dann ist dieser ganze Sinn von dieser ganzen Sache, die wir hier machen, einfach kaputt. Das heißt, es kann wirklich sein, dass Vorurteile Schutz und natürlich auch Sicherheit geben. Und auf der anderen Seite ist es eben so, dass man immer den Rahmen angucken darf. Also wenn ich im Straßenfußballclub oder im Slum lebe, dann ist sowas wie, pass auf, hier gibt es Kriminalität, wahrscheinlich noch nicht mal ein Vorurteil, sondern vielleicht tatsächlich die Realität, das heißt, ich darf das prüfen. Dann ist die Frage, wann sind Vorurteile denn jetzt schlecht? Ja, also es gibt Vorurteile, die sind tatsächlich, denke ich, schlecht, aber für wen sind sie denn schlecht? Für mich oder für andere oder für wen? Und ich war in Madrid und habe nach meiner Zeit in Argentinien einen starken argentinischen Akzent gehabt und habe damals in Argentinien in Madrid eine Wohnung gesucht und habe keine bekommen. Mir wurde eine versprochen und ich sollte dann da auch einziehen und diese Frau hat mich aber auch nie gesehen und als ich da einziehen wollte, war niemand da. Es war ein bisschen dumm. Ich habe dann gedacht, ja, was ist denn da jetzt los? Die haben sich bestimmt vertan und habe da angerufen und es ist nie jemand dran gegangen. Und dann hat mein Kollege, mein madrilenischer Kollege angerufen und dann haben die gesagt, ja, die Wohnung, die ist schon längst vermietet. Ja. Fazit, die wollten tatsächlich einfach niemanden aus dem Ausland in dieser Wohnung haben. Und da spürt man dann doch am eigenen Leib, dass Vorurteile auch ganz schön wehtun können. Das heißt, auf der einen Seite kann es ein Schutz sein, es kann Sicherheit geben, aber es kann eben auch richtig negativ sein für mich und sicher dann auch für andere. Wie identifiziere ich jetzt aber, ob ein Vorurteil jetzt positiv ist oder mir irgendwie was bringt oder tatsächlich negativ? Und deswegen habe ich in meinem Vortrag auch den Bedarf oder die Idee oder den Impuls für euch, dass ich mich trauen darf, hinter die Kulissen zu gucken. Und ich bin immer mein eigener bester Experte oder meine eigene beste Expertin. Das heißt, ich darf schauen, warum gibt es denn dieses Vorurteil? Ja, habe ich das vielleicht aus Erfahrungen? Ist es da entstanden? Oder ist es vielleicht aus Glaubenssätzen, also aus meiner Kindheit eventuell? Oder
Ja, gab es einfach mal eine Geschichte, die mir gelehrt hat, dass dieses Vorurteil, das ich vorher vielleicht in meinen Kopf und in mein eingepflanzt habe, tatsächlich wahr ist? Wenn ich jetzt eben mich traue, in meiner Geschichte so ein bisschen zurückzugehen, dann identifiziere ich diese Vorurteile. Und wenn ich dann so ein Vorurteil gefunden habe und vielleicht vorher ein Mensch war, der gesagt hat, ich habe keine Vorurteile und Vorurteile an sich als schlecht empfinde, dann habe ich ein Problem, weil dann, ja, dann geht es mir vielleicht nicht gut, weil ich denke, oh je, jetzt habe ich einen Vorurteil, bin ich jetzt ein schlechter Mensch. Und da lade ich euch einfach ein, nicht irgendwie den hier zu machen und zu sagen, ich bin ein böser Mensch, ich habe ein Vorurteil, ja, sondern zu sagen, okay, ich identifiziere dieses Vorurteil, ich mache ein Erwischt-Schild hin und sage, oh, ich habe es entdeckt, ich bin neugierig, ja, was wir heute auch schon gehört haben. Also Vorurteile neugierig zu betrachten und zu sagen, ah, das ist ja spannend, ja. Sehr spannend, dass ich so denke. Und jetzt gucke ich einfach mal, warum das vielleicht so ist und ja, was ich dann mit diesem Vorurteil machen kann. Das heißt, die Neugierde, die uns sicher auch Kinder lehren, die kann einen sehr, sehr viel weiterbringen, als wenn man da ganz verbohrt irgendwie dran geht. Und dann, wenn ich eben freundlich hinter die Kulissen geguckt habe, kann ich eins machen. Ich kann, wie das die Irmela gesagt hat, einatmen, ausatmen und dann agieren, sage ich immer. Das heißt, einfach einen Stopp setzen und einfach sagen, okay, alles klar, ich darf dieses Vorurteil freundlich betrachten. Ich kann einfach mal schauen, dass ich jetzt nicht weiterrenne, sondern dass ich anhalte, dass ich überlege, okay, was mache ich denn damit? Ja, passt dieses Vorurteil zum Beispiel zu meinen gelebten Werten dazu? Kann ja auch sein. Ja? Wenn dieses Vorurteil nämlich nicht zu den Werten passt, die ich leben will, dann darf ich das eben auch ändern. Ja, und zwar ganz entspannt. Dazu braucht es natürlich ein bisschen Mut, ja, und es braucht auch die Möglichkeit, an sein eigenes Mindset dran zu gehen und die Persönlichkeit zu hinterfragen und vielleicht auch ein bisschen aus der Komfortzone rauszugehen. Vorurteile sind meiner Meinung nach erstmal unterbewusst. Das heißt, ich darf dieses Vorurteil erstmal ins Bewusstsein holen. Ich nenne das immer, also das Eisbergmodell kennt wahrscheinlich jeder. Ich finde das Eisbergmodell so ein bisschen, ja, so ein bisschen langweilig. Deswegen sage ich immer, es ist ein Elefant. Und das Unterbewusstsein ist ein Elefant und obendrauf sitzt ein Reiter. Und dieser Reiter ist unser Bewusstsein. Das heißt, so ein kleiner Reiter und ein Riesenelefant. Und wir müssen aber nicht in die tiefsten Tiefen unseres Unterbewusstseins gehen, wenn wir Vorurteile identifizieren wollen. Also nicht in den großen Zeh vom Elefanten, sondern vielleicht reicht auch schon der Kopf mehr. Ja? Und dann eben zu schauen, was mache ich denn damit? Und das eben freundlich zu betrachten. Eine Sache, oder es gibt auch ein paar Dinge, die ich euch noch mitgeben will, wie ich denn, vielleicht so eine Art Checkliste, wie ich denn mit Vorurteilen umgehen kann. Und das eine ist, dass man sich nicht vergleicht, ja, sondern dass man Vorbilder hat. Das heißt, vergleichen macht immer so einen negativen Fokus. Das ist so ein bisschen schade, auch wenn es um Vorurteile geht. Das heißt, ich kann Vorbilder haben. Vielleicht gibt es ja Menschen, die eben ja, es geschafft haben, ihre Vorurteile freundlich zu betrachten und was Positives rauszusehen, einfach für sich und ihre Persönlichkeit. Dann einatmen, ausatmen, dann agieren. Vorurteile, denke ich, sagen immer etwas über den Hintergrund von jemandem aus, was ja auch super spannend ist, wenn man da so ein bisschen nachforschen kann. Und für mich ist es auch immer ganz wichtig, auch für mich selbst, wenn ich mich dabei erwische, ein Vorurteil zu haben, dass ich immer nur mein eigener bester Experte oder meine eigene beste Expertin bin und eben nur aus meiner eigenen Perspektive be- und verurteilen kann. Wenn ich mich jetzt dabei erwische zu verurteilen, darf ich einfach noch mal einen Schritt zurückgehen, um zu überlegen, warum mache ich das? Gibt mir dieses Vorurteil jetzt eben einfach Sicherheit? Und was bringt mir diese Bewertung? Und was, ja, schadet sie vielleicht dem anderen? Und dann eben das Letzte noch, ja, dass ich mein Vorurteil freundlich erwische, mir den Hintergrund anschaue, ganz entspannt schaue, passt es überhaupt zu meinen Werten? Weil viele Vorurteile passen nicht zu den Werten dazu. Und dann darf ich mich einfach bewusst entscheiden, wie ich denken darf und was mich unterstützt, mich in meiner Persönlichkeitsentwicklung weiterzubringen. Vielen Dank euch.